Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Wolf. Ja, nach dem Fail in der letzten Folge haben wir es doch tatsächlich geschafft, 6 Dias zu finden, oder 7 Dias waren uns sogar. Jetzt haben wir noch 4 übrig, hier mit Klimainventar ist schon geklärt. Und ja, wir machen weiter mit unserer Obsidian-Abbaujagd. Schwert mache ich erstmal jetzt nicht neu, denn das lohnt sich im Moment noch nicht. Aber ich finde es trotzdem cool, dass wir es jetzt so schnell schon geschafft haben, Obsidian zu haben, also Diamanten in einer Folge. Nach 16 Minuten haben wir schon Diamanten gefunden oder so. Es war aber in derselben Höhle wie vorher. Also in der wir schon waren, als wir gestorben sind. Da hätten wir die schon gefunden, aber trotzdem, sonst hätten wir jetzt niemals so viel Eisen, weil wir haben das ganze Eisen liegen gelassen, was ziemlich dumm war. Und ich habe gerade mal 9. Und das hier wird auch gar nicht reichen, was hier, glaube ich, ist. Ich nehme auf jeden Fall mal 11 mit, zur Sicherheit. Aber trotzdem. Ist hier was? Oh ja, hier ist was. So. Um das mal ganz schnell zu, um uns zu sichern, dass wir den Rest noch abbauen können. Weil es ist nicht so spannend. Ihr könntet das auch auf vorspulen, bis ich jetzt wieder raus bin. Jetzt ist das sogar noch verbrannt. Naja, egal. Vielleicht ist doch ein, so ein Seed, oder wie das heißt. Orberry schon wieder gewachsen. Ist hier was drunter? Nein. War eh am Rand, war eh zu erwarten. So. Dann unsere Schlucht ist auch. Die Schlucht ist auch sehr, sehr nah an unserem Haus. Das finde ich auch sehr, sehr gut. So, und das letzte Obsidian kann natürlich noch, dann auch noch mit. Also, das lassen wir jetzt deswegen nicht liegen. Dann haben wir noch mal ein kleines bisschen Obsidian-Vorrat. Ist da drunter was? Ja. So, alles abgesichert. Und ab mit dem Obsidian. Schnell, 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 schnell. So. Jetzt haben wir es geschafft. Ich hole hier nochmal das Gold. Sollte jetzt zu machen sein. So. Zack, zack. So, ab nach Hause würde ich sagen. Unser Ziel haben wir erreicht. Muss mal gucken, wie ich jetzt ganz genau nach Hause komme. Nach oben, klar. Aber wie? Ich gehe mal nach oben. Ich glaube, es ist die beste Lösung. So. Erde. Das ist Megaschlucht. Wo sind wir denn zu Hause? Da hinten. Vor allem, wo sind unsere Mining Guns? Oder ist das der? Nee, das kann ja nicht sein. Gehen wir hier auf die obere Hälfte. Hier waren wir auf jeden Fall. Da hinten muss es, glaube ich, sein. Ja, hier. Ja, hier ist es. Perfekt. Mache ich hier nochmal ein paar Fackeln hin zur Markierung. Nehme mal ganz schnell das Eisen nochmal mit. Also, ich habe es euch gesagt, wir haben das ganze Eisen aber liegen gelassen. Das war total doof von uns. Aber dafür, dass der ganze Zertus Quarz abgenommen, was total behindert war. Was eigentlich total falsch war von uns. Aber egal. So, nach Hause. Und auch dafür mal ganz schnell. Wir haben schon 4 Minuten rum. Bis jetzt nur Obsidian gefahren. So, hier geht's lang. Das Minensystem wird eh nochmal erweitert durch die Turtle, ganz klar. Aber ich muss mir nächste Folge nochmal erkunden. Wie man das mit diesem Strip Mining macht. So. Hier muss es jetzt irgendwo rausgehen. Hier, da. So. Muss ich alles nochmal total ändern. Also das ist ja alles nur provisorisch im Moment. Weil wir erstmal noch nicht so viel Zeit haben. Und sowas wie Livestreams, ich glaube, das wird es erstmal nicht geben. So ich. Erstmal. Ich. Pack ich erstmal alles rein. Kiste voll.
Nehme ich mir mal 8 Stück und mach wieder eine Erzkiste wie früher und pack die mal hier hin. So. Da kommt dann die ganzen Erze rein. Zack, 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 zack. Das hier. So. Haben wir ja erstmal genug von. Außer das hier. Und diese Busch natürlich auch. So. Ein Copper Ingot können wir schon mal machen. Das kommt hier rein. Das. Holz haben wir nichts mehr. Muss ich nochmal holen gehen. Sticks. Und. Das Quarz. So. Gehen nochmal ein bisschen Holz warm. Noch trägt man bis hier ein paar Rubber Trees. Werde ich natürlich wieder nachpflanzen, jetzt klar. Aber die brauchen wir erstmal. Den werde ich gerne stehen lassen. Oder würde ich gerne stehen lassen. Jetzt nochmal 9 hin. Der Birkenbaum kann weg. Birke will ich hier eh in meiner Nähe nicht haben, also die kommen alle weg. Das ist auf jeden Fall ganz klar, ich mag die überhaupt nicht. Ich benutze die auch jetzt auch nur für hier so Holz bauen oder Sticks, also hier so Werkzeugverarbeitung. Oder sowas, oder irgendwas zu craften. So, nochmal ein paar Äpfel holen. So. Dann haben wir erstmal. So ein Stickproblem haben wir erstmal nicht. Das hier erstmal auch nicht. So, Holz haben wir erstmal wieder genug. Kautschuk kommt direkt mal rein. Und ja, los geht's. Wir machen uns schon mal einen kleinen Raum für unser Netherportalchen. Das wird dann hier hinten sein. Hier wird übrigens, das hier wird keine Treppe, sondern kommt ein Elevator hin. Also ein Elevator nach unten. Ein Aufzug, eine Art Block. Hier den hier, der wird ganz easy crafted. 8 Wolle und einen Ender. In der Enderperle. Muss noch mal Wolle finden, aber das wird ja kein Problem sein. Und ja, das sieht dann bestimmt super cool aus. Hier kommt dann mein automatisches Lagersicherungssystem drin. Keine Ahnung, was es jetzt sein wird, aber sehr wahrscheinlich das von Project Reds. Das hier mit den ganzen Chips und so. Hier, das hier. Müssen wir mal auseinandersetzen, wie das genau funktioniert. Aber das kommt ja eher später. Das wird ja auch aus Farben eher nur gecraftet. Und im Moment haben wir auch null Wolle. Nicht null. Ich kann mal gucken, ob man Wolle. Weil die hätten nachher, wie heißt das denn hier? In Englisch. Wool, ja. Wool. Außer als Strings. Färben, ne? Zormel, dann kriegt man 3 raus wieder. Wool, ja, ihr könnt mir quasi 2 Stück machen, was würde mir auch nichts bringen. Ich bräuchte ja 3 für ein Bettchen. So, das kommt ja auch mal rein. Das kommt hier hin. Nun haben wir unser Obsidian, unser einer Flint, kommt genau gerade rechts. Das Iron warte ich schon mal zur Hälfte. So. Teile ich auch mal. So. So, dann reicht das schon.
Zack. Ein Feuerzeug. Und ein Portal. Den Raum werde ich natürlich später noch schöner machen, ganz klar, aber. Ach, da. Hier ist die Oberfläche oder was? Ach so, hier ist der Raum. Ja, dann können wir den ja erstmal fortführen. So, ich werde jetzt erstmal hier. So, also. Hier zu, damit das auch symmetrisch ist. Muss es noch eins in die Richtung. Oh, jetzt ist die Leiter weg. Na egal, den Raum brauche ich eh nicht mehr. Dann kann ich jetzt. Ach komm, weißt du, dann könnte es eins. Jetzt machen wir die Wand noch einen hier. Ja, wieso kann ich hier keine Erde setzen? Hallo? Ach, da ist jetzt eine Leiter, so. Und hierzu. So. Dann sieht das schon mal ein bisschen schnieker aus. Und dann machen wir jetzt hier nochmal eine Runde rein. Stellen wir das Portal so hin. Hier so. Würde das ein Zweier-Eingang halt. Dann wird es ein Zweier-Eingang. Damit es symmetrischer bleibt. Dann machen wir sie zack. 2, 3, 1. Jetzt habe ich das unnötig hingesetzt. 2. Das kommt weg. Ich weiß, ich muss das alles ja eigentlich irgendwie noch alles viel tiefer machen. Ich weiß nicht, ob hier auch Open Blocks. Hier müssen eigentlich Open Blocks drin sein. So. Und ich hole mir erstmal eine Eisenrüstung und gehe dann erst in den Nether, weil sonst ist mir das zu gefährlich. 7. Folge und schon im Nether. Hätte niemand von euch gedacht, wetten. So, nochmal ein schniekes Eisenschwert. Dann das kommt rein, das. Das hier, das wird angezogen, das kommt hier hin, weg, 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 so, so, zack, Tree Block, und dann ab in den Nether. Na, ich muss jetzt nicht, natürlich nicht durchspringen, muss den natürlich erstmal laden, ist klar, der muss natürlich erstmal erstellt werden. Der wird dann nicht direkt mit erstellt, wenn die Welt erstellt wird, denn so kann man Ressourcen sparen, quasi des PCs. Wenn jemand den Nether nicht gebraucht, dann soll er auch nicht vorgeladen werden. So kann die normale Oberwelt schneller geladen werden. Und wenn man den Nether will, dann kann man es ja nochmal nachladen. Aber sonst, hier finde ich, ist eine ziemlich gute Idee. Hier ist Sulfur, hier sind schon mal ziemlich viele Erze. Und hier ist so ein, hier ist Asche. Ich höre Explosion. Was ist das hier alles? Oh Gott, nein, 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 nein. Sorry, sorry, sorry. Da hinten ist ein riesiger Lavaseen. Dann gehe ich da mal hin. Oder auch hier hin. Aber zuerst mache ich meinen Punkt. Nee, N, E, B. Portal nach Hause. Rot. Nein. Portal nach Hause. Rot, safe. So. Es sind ziemlich viele Erze. Perfekt. Hier ist doch schon Kobalt. Das werde ich natürlich jetzt alles nicht mitnehmen. Aber. Wenn ich mich jetzt so schräg grabe. Oder hier geht es ja auch noch lang. Dann kann ich näher zu diesem riesigen Raum. Naja, so nicht, aber. Doch, 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 ich kann mich näher zu dem Raum. So, jetzt ist in diese Richtung hier. Und gleich nach links. Da ist schon mal ein kleiner See.
Jetzt nach links. Nein, das war falsch, das war falsch. Lava fließt sie ziemlich schnell im Nether. Wenn man einmal getroffen wurde, ist man tot. Man muss ziemlich aufpassen. Ist ja auch eigentlich auch schon krass, dass ich bis jetzt auch wirklich ohne, also wirklich mit einer Truhe ausgekommen bin. Ist ja wirklich schon krass. Jetzt habe ich die Asche über mir. Ah, da ist schon der Raum. So, das ist Sulfur. Wo ich nochmal die ganze Asche habe. Ja. Zum Glück fällt das nicht. Und schon bin ich im riesigen Raum. Nur wo ist jetzt die Lava? Das ist hier die Frage. Nein, ich will nicht brennen. Alter! Das ist ein riesiges Feld. Scheiße. Seid ihr böse? Anscheinend nicht. Aber ich suche hier ein großes Lavafeld. Es scheint sie aber nicht zu geben. Was denn? Schau ich mir gleich mal an. Aber hier fehlen mir irgendwie die Seen. Vielleicht sollte ich mal kurz zurück in meine. Ah, hier unten sieht es ja schon mal besser aus. Perfekt. Hier werde ich dann die Pumpe runterlassen. Perfekt, dann mache ich immer hier einen Point namens B. Pumpe. Stelle. Machen wir das grün. Dann safe. So. Diese scheiß Erdblöcke, die brennen. So, ich gehe lieber außen rum. Das ist mir so zu gefährlich. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Wo ist jetzt mein Gang? Scheiße, wo ist mein Gang? Der war hier unten, ne? Hier irgendwo. Hier irgendwo. Nee. Scheiße, ich will hier raus. Hier lassen wir da raus. Weiß ich wenigstens schon mal, wo ich. Na, hier. Wo ich meine Pumpe hinstelle. Ist schon mal gut. Haben wir schon mal eine Stelle? Pumpestelle, genau. So, ab nach Hause. Und dann fange ich schon mal an, ein bisschen zu craften. Für unsere Energie. Ja, ich würde, wird halt ein Problem sein, die Lava dann aus dem Nether zu uns zu befördern. Muss man mal gucken, wie das genau funktioniert. Kann man Singleplayer austesten. So, ich habe keinen Platz mehr, ich weiß. Ich mache nochmal eine weitere Truhe. Und noch eine weitere. Und da kommt jetzt noch mehr Crap rein. Ja, hier das hier nicht und das hier auch nicht. Aber das hier kommt natürlich rein. Das ist. Nein, das kommt ja irgendwie nicht rein. Das kommt da rein. Das. Das können wir mal ein bisschen hier freiräumen. Das hier alles rein. Ganzen. Baumaterialien, die niemand braucht. So, wie weit seid ihr? 10. Ja, wird schon ganz ordentlich. Haben wir schon mal ein bisschen Eisen. Und dann fange ich schon mal mit der Pumpe. Muss ich erstmal das anfangen. Dafür brauchen wir eine Eisenspitzhacke. Ich glaube zwei Räder, ne? Wir brauchen Glas.
Haben wir noch Glas? Hier haben wir. Und ein Tank. Dann brauchen wir ein Rad. Machen wir uns ein Holzrad. Darin Stein. Haben wir gerade wirklich ein Steinproblem? Wir haben wirklich ein Steinproblem. Krass. Scheiße, wo ist unser Stein hin? Haben wir den weggeschmissen? Unmöglich. Muss ich also nochmal einen Stein holen gehen? Hier. Jetzt komme ich den nicht mehr raus. Ich habe wirklich ein Steinproblem. So. Ja, bald nicht mehr. Jetzt. Ich bekomme aber so richtig unnötige Erfahrungen. Was brauche ich jetzt noch? Redstone. Ah, scheiße, Redstone. Kacke. Jetzt wird gerade Redstone unser Problem. Hat jetzt irgendwie. Ey, scheiße. Na egal. Aber halt kein Redstone. Warum? Ich habe es nie mitgenommen. Na egal. Auf die nächste Folge geht es dann weiter, Leute. Ich werde mich informieren mit der Pumpe und so weiter, wie das funktioniert mit dem Teleportieren. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.